Rentenalarm. Annalena Baerbock von den Grünen will die Witwenrente abschaffen. Wahrheit oder Fake News? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 6.5. oder 7.5.2021, so genau weiß ich es gar nicht mehr, wurde über Facebook mit einem Bild der Grünen-Chefin, der Frau Annalena Baerbock, eine Nachricht veröffentlicht. Der Inhalt war sinngemäß, Ausrufezeichen, ich will die Witwenrente abschaffen und mit dem eingesparten Geld Flüchtlingen aus dem Ausland helfen, unterstützen. Ausrufezeichen, Zitat, Ende. Ich sage es Ihnen wirklich gleich. Absoluter Blödsinn. Weder die Grünen noch Frau Baerbock wollen die Witwenrente abschaffen. Diese Nachricht war frei erfunden. Über die Motive der oder des Nachrichtenerfinders kann man wirklich nur spekulieren. In Zeiten des beginnenden Bundestagswahlkampfs ist ja alles möglich. Und eines möchte ich Ihnen auch gleich sagen. Wenn man im Rentenrecht irgendetwas abschaffen möchte, dann braucht man parlamentarische Mehrheiten. Die Grünen müssten, um überhaupt die Witwenrente abschaffen zu wollen, eine Mehrheit im Bundestag haben. Daneben wäre die Abschaffung der Witwenrente verfassungsrechtlich kaum durchsetzbar. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wenn man die Witwenrente abschaffen würde wollen, dann greift man hier in jahrzehntelang erdiente, eingezahlte Beitragsrechte ein. Und zwar des verstorbenen Ehegatten. Ja? Also wenn ich die Witwenrente abschaffe, dann greife ich in dessen Beitragsrechte ein. Der hat ja eingezahlt. Der hat ja auch dafür eingezahlt, dass Sie, liebe Witwe oder Hinterbliebene, Geld von der deutschen Rentenversicherung bekommen. Und da kann der Staat nicht einfach so ohne weiteres eingreifen und sagen, ich schaffe mal die Witwenrente ab. Diese Ansprüche sind nach Artikel 14 Grundgesetz eigentumsrechtlich garantiert und auch geschützt. Und daneben gibt es ja auch noch eine riesen Ungleichbehandlung. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn ich die Witwenrente abschaffen möchte, dann muss ich auch die Witwerrente abschaffen. Und wenn ich die Witwenrente abschaffe, dann muss ich aber auch gleichzeitig die hinterbliebenen Pensionen aus Beamtenverhältnissen abschaffen. Das heißt also, das Witwengeld müsste dann ja auch abgeschafft werden. Kann ja nicht sein, dass wenn ich aus der staatlichen Versicherung etwas abschaffe, also die Witwenrente, dass dann der Beamte oder die Beamtin, die Hinterbliebene, dort sozusagen weiterhin ihre Witwenpension oder ihr Witwengeld bekommt. Also, liebe Mütter und Witwen, macht euch bitte keine Sorgen. Ich weiß auch, dass viele von denen, die hier aufgeschreckt waren, wir haben das ja mitbekommen, wirklich auf das Witwengeld, auf die Witwerrente angewiesen sind. Das ist ja kein Almosen, was sie hier bekommen vom Staat, sondern das sind erdiente Ansprüche. Es gibt weder bei den Grünen noch bei irgendeiner anderen Partei aktuell erkennbar Bestrebungen, die Witwenrente abzuschaffen. Auf Ihre Kommentare zu diesem Video bin ich wirklich gespannt. Näheres zum Thema Annalena Baerbock, Abschaffung der Witwenrente, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.